Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von John Gossens Daily DAX am heutigen Donnerstag, dem 7. März 2024. Heute war ein ganz wichtiger Tag, denn die nächste Leitzinsentscheidung der EZB stand auf der Agenda. Der Leitzins, er blieb unverändert und damit ja, hat die EZB zum vierten Mal in Folge eben den Leitzins nicht verändert. Trotzdem gehen die Experten weiterhin von einer Zinssenkung aus, aber die EZB lässt sich eben strategisch nicht zu einer klaren Aussage hinreißen, wann dies der Fall sein wird. Wir sehen die Märkte, sie sind weiterhin zufrieden damit und ich hatte jetzt schon zu Genüge betont gehabt, auch wenn der Markt deutlich überhitzt ist, deutlich überkauft und somit reif ist für eine Kurskorrektur, dann ist auf jeden Fall trotzdem immer wieder eines zu beachten, nämlich, dass der Aufwärtstrend eben intakt sei und erst mit entsprechenden Brüchen einer Aufwärtstrendlinie entsprechende Trendwendesignale resultieren können. Das ist und bleibt weiter nicht der Fall. Heute sogar neue Rekorde beim deutschen Aktienindex und damit ist sogar vielleicht die Option für Kurse von ca. 18.000 Punkten gegeben, solange eben der Aufwärtstrend hier nicht nach unten durchbrochen wird. Also weiterhin gilt es hier den Fokus auf die Trendlinie zu setzen und nun gehen wir über zur Aktie des Tages und werden dann gleich hiermit einmal den Sprung machen, eben zur Porsche Automobil Holding Aktie. Denn, ja, wir sehen rückblickend, dieser breite aufwärtsgerichtete Trendkanal war der Aktie ehemals dann doch ein Stück zu viel. Man ist nahe der oberen Begrenzung abgedreht, auch wieder unter die 200-Tage-Linie gefallen und damit könnte tatsächlich auch hier die Kanalunterkante vielleicht wieder ein Thema sein in den kommenden Tagen. Vielleicht schon, weil wir sehen DAX auf Rekordkurs, die Porsche Automobil Holding SE eher eben im Rückzugmodus, klare Kursschwäche und somit ein bestätigendes Signal für die Bären. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich aus der heutigen Ausgabe von John Gossens Daily DAX und freue mich, wenn Sie zur nächsten Ausgabe selbstverständlich wieder einschalten.